Hallo, es ist Donnerstag, somit ist wieder Julian-Zeit und zwar mit dem Thema der Woche Trans im Job. Kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich mitreden, weil ich habe mich in meiner Arbeit nicht geoutet. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe meine Personenstandsänderung und Vornamensänderung schon lange durch. Meines Erachtens nach ist das Pressing ganz gut. Und ich wollte einfach nicht immer diese Scheißkommentare, ja, du kannst ja gut mitreden, weil du warst ja mal eine Frau oder eben diese ganzen Scheißsprüche eben. Ich wollte das einfach vorweg mal, ja, ich nehme nur ab, weil das spiegelt irgendwie in der Kamera. Ich wollte es einfach vorwegnehmen und ja, ich finde es ehrlich gesagt angenehm. Ich werde dort komplett als Mann gesehen von meinen männlichen Arbeitskollegen, weil ich ganz normal behandelt, sprich, die kommen her und hauen mir ordentlichst mal auf die Schulter, dass sie nicht mal so aushebt oder schlagen mir mal so auf die Brust her. Bei mir geht's. Ich habe ja die Mastik schon hinter mir, das heißt, sie könnten auch nichts spüren oder so. Und zwischen den Schritten wird mir wohl keiner greifen. Ne? Und wenn, dann hätte er eh ordentlich eine so. Aber naja, das macht ja keiner. Ne? Also von dem her, ja, die weiblichen Kolleginnen, ja, es macht immer Spaß, mit denen zu flirten und hin und her. Und wenn die wüssten, dass ich mal einen Frauenkörper hatte, dann wäre es, glaube ich, oder auch die Männer dort. Ich glaube, dann wäre das Ganze etwas. Es wäre nicht so locker und so cool wie jetzt. Ganz einfach. Und darum werde ich mich dort auch nicht outen. Weil ich mir denke, irgendwann ist dieses Thema Trans einfach. Ja, ich mache gerne Aufklärung, ich mache gerne die Videos, ich beantworte echt lieben gerne Fragen und helfe weiter. Aber irgendwann hat es in meinem Leben einen Punkt, dass ich andauernd über dieses Trans-Thema sprechen muss. Also ich lebe jetzt als Mann und fertig. Also ein Großteil der Angleichung ist ja schon fertig. Ich habe die Mastek, ich mache dann noch die Hüste dazu, ganz klar. Und das war's vorerst mal für mich. Ja, also von dem her, ich glaube, das passt ganz gut so mit dem Passing und hin und her. Und ja, ich glaube, ich muss da nicht unbedingt dann noch meinen Arbeitskollegen das alles auf die Nase binden. Das wird, glaube ich, dann schon. Schwer genug werden, eine neue Partnerin zu finden oder einen Partner, weil jeder kann ja nicht unbedingt damit umgehen. Ne? Also, aber das ist ein anderes Thema. Ne? Somit wünsche ich euch einen schönen Donnerstagabend noch und wir sehen uns dann nächste Woche. Ciao.